Die mit dem Schwarzen, die können wir nicht an. Also können wir schon ansprechen, aber. Bringt nix. Ein Kran, damit können wir noch nichts machen. Ein Lastenkran für schwere Kisten und vermutlich auch militärisches Gerät. Mit dem haben wir schon gesprochen. Mit denen dürfen wir nicht. Hier hinten. So. Kanalisation. In der Kanalisation entdeckst du ein Loch in der Decke, durch das ein Scheinwerfer sein Licht hinunterschickt. Du musst dich also direkt unter dem Bahnhof befinden. Genau vor dir liegen Streichhölzer. Zünde damit gleich eine Zigarette an. Aber gemacht. Im Müllhaufen links vor dir gibt es diese Streichhölzer. Was? Hä? Gibt es dieses mal nicht zu finden? Hast du das Abwasser stinkt erbärmlich. Vor der Tür ist ein Rohr angebracht, durch welches das Abwasser in die Kanalisation geleitet wird. Die Tür ist eine schwere Sicherheitstür. Sie steht einen Spalt offen. Das haben wir ja gemacht. Mit dem Wagenheber haben wir das ja in der letzten Aufnahme ja gemacht. Geh hindurch. Im nächsten Gang schaust du dir vorne im Bild die Fässer an, die vermutlich Sondermüll enthalten. In allen Rohren ist ein Drehrad angebracht. Mit diesem Ventil wird die Leitung geöffnet oder geschlossen. Davor ist ein Verteiler angebracht. Die Bodenplatte ist rot eingesprüht, weist aber kein Schloss auf. Am Aufgang im Hintergrund fehlen die Sprossen. Ja, mit dem Muskelprotz, das haben wir gemacht. Hier wendest du am Ende des Eisenstanges den Ausgang, du kommst dann nach oben. Du schaust dir den Wasserhahn an. Das Pissoir ist nicht sonderlich appetitlich und an der Wand hängt ein Rauchverbotsschild durch einen Spalt. Ja, mit dem Zugführer, der seit 3 Stunden auf Toilette sitzt, das haben wir auch gemacht. Angeblich weiß er nicht, was der FSB hier macht, wo der Zug genau hinfährt und bla bla bla. Haben wir auch gemacht, Umkleide. Gesprächsbelauscht, ja. Brennende Zigarette auf den Teller habe ich auch gemacht. Der Automat ist defekt und auf bla 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 Nina zurzeit nicht. Im Abfall ist nicht zu finden. Auch hier hängt links vor der Tür wieder ein Rauchverbotsschild. Öffne den rechten Spind. Haben wir gemacht. Darin findest du eine Militäruniform. Haben wir angezogen. Funkgerät haben wir auch mit der Nummer 15 und Strumpf. Die Bilder betrachten. Umschlag genommen. Mit dem Einsatzbefehl. Das haben wir ja gemacht. Du gelangst in die Bahnhofshalle, die dir gegenüber stehen 2 Männer. Die haben wir ja auch gesehen, ne? Die eine Tür bewachen. Links oben hängt eine Kamera. Die haben wir ja auch gesehen. Die das gesamte Gelände bewachen. Natürlich wieder ein Rauchsverbotsschild. Du kannst mit dem Gorillas vom FSB versuchen zu sprechen. Wirst aber sofort weggeschickt. Ein Kran an der Decke. Hilfe im Transport von schweren Gegenständen. Militärbahnhof Bahnsteig. Der Zug steht zur Abfahrt bereit. Ja, sprich mit dem Soldaten. Er will unseren Passierschein sehen, das wissen wir ja. Nina gibt vor, eine Umkleide vergessen zu haben. Wende den Schlauch am Wasserhahn an, haben gemacht.
Nimm das auf dem Boden liegende Ende und lege es in das Pissoir. Haben wir auch gemacht. Dreh dann den Wasserhahn auf. Klettere hinunter in die Kanalisation. Geh gleich nach rechts zum Abwasser. Befestige den Strumpf am Rohr. Ah, wir müssen, wenn ich das richtig verstehe, das wieder abmachen. Den nehmen wir das wieder mit. Machen das jetzt oben an. Man sollte immer sparsam mit Wasser sein. Ich dreh's mal wieder. Nee, du musst es aufziehen. Wassermarsch. So, jetzt müssen wir anscheinend runter. Dann direkt nach rechts. Dann müsste doch die Suppe jetzt hier rauskommen. Geh gleich nach rechts im Abwasser, befestige den Strumpf am Rohr vor der Tür und binde ihn mit dem Absperrt fest. Nun zum Verteiler. Ach so. Da ist ein kleiner Schlüssel drin. Ein Sieb am unteren Abflussrohr verhindert, dass der Schlüssel weggespült wird. Das Sieb soll wohl den Dreck aus dem Rohrsystem raushalten. So. Weiter gucke ich jetzt nicht. Jetzt muss ich nur eben schnell mein Internet hier schließen. Geschlossen. So, das haben wir jetzt gemacht. Wir wissen also jetzt, dass da drin ein Schlüssel ist. Hoffentlich ist der Strumpf ein Markenprodukt. Sonst war die ganze Mühe umsonst. So, das sollte reichen. So, jetzt müssen wir doch eigentlich hier drin einen Schlüssel haben. Der Schlüssel zappelt im Netz. Den Rest, der da auch drin zappelt, ignoriere ich jetzt einfach mal. Okay. Boah, das ist ja widerlich. Nein, halt. Können wir den Schlüssel jetzt hier dem Zugführer geben? Was macht der Magen? Das hören Sie doch. Ja, in der Tat. Und riechen leider auch. Haben Sie Ihren Schlüssel? Nein. Und ohne Schlüssel, wenn ich zu... Sie kommen ohne mich... Klar. Ich habe hier Ihren Schlüssel. Ist zwar noch so einiges anderes mit in dem Strumpf, aber rausholen müssen Sie ihn schon alleine. Sie sind ein Schatz. Nein, wirklich, Sie haben mir echt den Hintern gerettet. Geben Sie mir noch 2 Minuten, dann bin ich hier fertig und wir können endlich los. Und meine Belohnung? Belohnung? Sie haben mir den Hintern gerettet. Reicht Ihnen denn nicht dieses Gefühl, etwas Gutes getan zu haben? Ja, doch, klar. Natürlich. Okay, jetzt hat der seinen Schlüssel. Aber was müssen wir denn noch machen? Da scheint ein Einsatzbefehl drin zu sein. Ja, das wissen wir ja. Offensichtlich gilt für die gesamte... Es wird mit offensichtlich... Hier steht noch, ich sollte mich besser beeilen. Was können wir denn noch machen? Das mit dem Rohr haben wir ja jetzt geschafft. Aber wir haben das noch mit dem Auto, was wir hier machen können. Wir haben... Okay, das ist nur zum Gucken. Mit dem können wir auch noch immer noch quatschen. Was hat der denn noch zu kamellen? Huhu, ich bin's wieder. Hi. Okay. Kann ich Sie noch was fragen? Klar, jederzeit. Mir ist sowieso langweilig. Die beiden Männer, mit denen Sie hergekommen sind... Psst. Über die redet man besser nur hinter vorgehaltener Hand. Oder noch besser, gar nicht. Oh, okay. Die sind vom Geheimdienst, oder? Können Sie schweigen? Ja, klar. Gut. Ich auch. Okay, hab's kapiert. Aber Sie können mir doch zumindest sagen, wie die beiden heißen, oder? Wenn Sie mich dann mit dem Thema in Ruhe lassen... Versprochen. Gut. Fetisov und Radenko. Und wer ist wer?
Ich habe mein Versprechen gehalten und lassen Sie mich damit in Ruhe. Wenn Ihnen Ihre Gesundheit egal sein sollte, meine ist mir wichtig. Vielen Dank für die Informationen. Gern geschehen. Bis bald. Mhm. Ramenko und noch irgendwie was. Das wissen wir jetzt also, wie die heißen. Nee, auf Toilette dürfen können wir ja nicht machen. Dann wollen wir mal. Hier ist Nummer 15. Ich rufe Nummer 48. Bitte kommen. Hier Zentrale, was gibt's? Zentrale, rufen Sie bitte sofort die beiden Agenten Fetisov und Radenko aus. Sie sollen sich unverzüglich im Frachtabteil am Ende des Zuges beim wachhabenden Soldaten melden. In Ordnung. Vielleicht sollte ich mir nächstes Mal vorher überlegen, was genau ich eigentlich sagen will. Naja, ist ja hoffentlich nochmal gut gegangen. Aha. Aha. Das heißt, wir können jetzt durch diese Solotow. Tür. Der arme Kerl ist übel zugerichtet. Ach du Scheiße. Rauchen erlaubt? Tja, für Leute vom Geheimdienst gelten wohl in jedem Land andere Regeln als für den Rest der Bevölkerung. Er atmet noch, aber die scheinen ihm einige Knochen gebrochen zu haben. Außerdem hat er schwere Verbrennungen. Sieht so aus, als sei er mit Stromschocks gefoltert worden. Ich nehme mal seine Hundemarke an mich. Vielleicht kann Sergej ja etwas für seinen aufgeflogenen Informanten tun. Das ist eine sehr gute Idee. Oh, was haben wir denn hier noch? Eine Spritze? Völlig zersplitterte Spritzen. Keine Ahnung, was da drin war, aber ich sollte die besser nicht anfassen. Nee, besser ist es. Hoffentlich bringen Sie den armen Kerl damit noch ins Krankenhaus. Ja, das würde ich ja gerne tun. Ob das Blut von Solotow stammt? Er scheint keine offenen Wunden zu haben, aber das Blut ist noch frisch. Mit was? Ohne. Eine Autobatterie. Die angeschlossenen Kabel lassen befürchten, dass Solotow damit Stromschläge versetzt wurden. Kann man die irgendwie cutten? Ich würde dem armen Kerl ja helfen. Das ist Solotows Marke. Dienstgrad Gefreiter. Dienstnummer 31545. Das können wir mal ausprobieren. Ist das dem sein Spind? Ein fünfstelliges 3, 1, 5, 4, 5. Ob das Schloss nun aufgeht? Das war sein Wer Schloss. Sagt's denn? Geht doch. Nein, gucken. Da liegt was drin. Ein Passierschein. Das müsste der sein, den ich von Solotow bekommen sollte. Steht sogar mein neuer Name drin. Nina Parkova. Noch irgendwas? Nee. Alles klar. Erkennungsmarke haben wir. Mein Passierschein. Aber wie kann ich dem armen Typen denn jetzt hier helfen? Ist überall Blut. Ob das Blut von Solotow stammt? Er scheint keine offenen Wunden zu haben, aber das Blut ist noch frisch. Oh Mann, ey, die haben den ja echt übelst zugesetzt. Ich weiß gar nicht, kann ich den anrufen? Das Ding hat... Ich habe noch nichts rausgefunden, was mich wirklich weiterbringt. Und selbst dieser Sergej kann mir auf die Schnelle wohl nicht mehr helfen, in den Zug zu kommen. Ich bin also erstmal auf mich allein gestellt. So, ich dachte, um hier Solotow zu helfen. Scheiße. Ja, war's das jetzt hier oder müssen wir jetzt in den Zug? Dann mal rein in die gute Stube und herzlich willkommen an Bord der MS Langeweile auf dem Weg zum Ende der Welt. Verdammt, der Zug fährt los. Was mache ich jetzt? Bislang habe ich noch keinen Hinweis gefunden, ob mein Vater nun an Bord ist oder nicht. Andererseits, wenn ich jetzt nicht weitersuche, werde ich es nie herausfinden. Und eine wirkliche Alternative habe ich ja sowieso nicht. Hoffentlich geht das gut.
Scheiße, wir fahren wirklich los. Haben Sie ihn gefunden? Leider noch nicht, aber wir verfolgen eine konkrete Spur. Das ist nicht zufriedenstellend. Uns läuft die Zeit davon. Das Projekt muss wie geplant starten. Es sind ein paar Probleme aufgetaucht und die kleine Kalenko... Langweilen Sie mich nicht mit Einzelheiten. Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie nicht mit ein paar Amateuren fertig werden, oder? Nein, nicht. Gut, dann wissen Sie ja, was zu tun ist. Sich selbst in den Schlaf gelabert. Eine leider viel zu seltene Begabung. Wurde aber auch Zeit. Das sinnlose Gefasel hätte ich mit Sicherheit nicht mehr lange ausgehalten. Leute, die einem von ihren Verdauungsproblemen erzählen, sind schon nicht die angenehmsten Gesprächspartner. Aber wenn sie dann auch noch detailliert beschreiben, welche Wirkung das kürzlich eingenommene Rizinusöl gehabt hat. Jetzt kann ich mich hier erstmal in Ruhe umsehen. So, meine Lieben. Das machen wir beim nächsten Mal, denn ich muss jetzt noch ein Ründchen Minecraft aufnehmen. Und Tunguska natürlich rendern, damit ich für morgen eine Folge habe. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tut mir leid, dass ich da wieder gucken musste, was wir da machen müssen. Aber ich habe ja im Prinzip alles richtig gemacht, ne? Mit dem Strumpf und das da befestigt und Wassermarsch und tralala. Ja, was ich nur nicht wusste, ist, dass ich nochmal in diesen scheiß Verteiler da reingucken muss. Ja, ich hoffe, er nimmt mir das nicht so krumm. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Geheimakte Tunguska. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss.